Ja, so könnt ihr gemeinsam mit Tordal und mit Elisabeth, der Kardianerin, den Weg in Richtung Süden antreten, wo eine weitere Raffinerie ist oder eine Pumpmaschine, die tief in die Erde führt, wo Promethium dann eben ja, aus der Erde gepumpt wird. Alles irgendwie zerstört. Ihr wisst aber nicht genau, ob das die Tyranniden waren oder ein anderer Vorfall. Zumindest liegen die Röhre eben verstreut. 100 Meter in Richtung Süden schaut euch da ein bisschen um. Auch immer so ein bisschen auf der Hut. Vielleicht weitere Tyranniden, die es dann hier geben würde. Und wenn ihr dann hinter einem der Pumprohre ankommt, könnt ihr es erst riechen und dann hören. Zunächst diese schwarze, vergiftete Blut mit leichten Sporen von Tyranniden in der Luft und ich könnte das leicht klicken hören. Mechanisches Klicken. Ja, die Sporen sind hier sehr, sehr aktiv. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Dieses Klicken, dieses abscheuliche Geräusch. Was Oder ist war das, das? mein Lord? Weitere Tyrannidenaktivität? Vielleicht? Also dieser Geruch deutet definitiv auf diese Xenos Abschaum hin. Ich möchte auf jeden Fall auf dem Weg nach Süden noch auf irgendeinen halbtoten Tyranniden trampeln. Ja, das kannst du auf alle Fälle machen. Es gibt dann ein weiteres Spratzen. Gut. Ja, Für und McCrack. für McCrack. Ich würde tatsächlich mal mit meinem Sprungmodul einfach oben drauf springen auf das Gebäude, wenn es geht. Das funktioniert. Du bedienst, springst nach oben, siehst dich noch ein bisschen um, während du dann runterkommst und kannst dann im Vorbeiflug noch kurz erkennen, wie dort ein Kampfservitor steht, der wohl allerdings auch den Geist noch nicht ganz aufgegeben hat. Einige Funken, die noch schlagen, er zuckt noch ein bisschen. Und davor kannst du drei weitere tote Tyranniden entdecken. Noch mehr dieser Bastard-Abscheulichkeiten. Ein Servitor hat hier oben definitiv erfolgreiche Arbeit getätigt. Er hat drei von diesen Xenos niedergemacht. Ist er noch intakt? Ich gehe mal auf ihn zu, tippe mal ein bisschen ihn an. Ja, also er spuckt wohl, wie gesagt, noch die letzten Geister zucken da wohl noch, Funken schlagend, ein rotes Lichtlein, was glüht. Du kannst auch wohl sehen, wie du gescannt wirst, zumindest kannst du es hören, wie du gescannt wirst. Die Faust druckt aber auch wohl nicht in deine Richtung, vor allem weil du eben noch als Astartes erkannt wurdest. Aber kämpfen kann der wohl nicht mehr. Du kannst noch sehen, wie dort ein fast zertrümmerter Flugservoschädel hat sich wohl verhakt mit einigen verschiedenen Ranken, die da wohl runterragen, so Teile von der Wirbelsäule, die wohl dann noch dran kleben und unter einem der Tyranniden begraben sind. Der Schädel blinkt Also, zumindest noch grün. ich habe einen Schädel gefunden. Vielleicht gehört das zu unserem Magos, den wir suchen sollen. Versuche, ob Sie noch einen Bericht abgeben können. Vielleicht können wir irgendwelche Infos erfahren. Ich heb mal den Schädel auf, guck noch mal zu dem Servitor. Servitor, kannst du mir, verstehst du mich noch? Gib mir bitte, wenn möglich, einen Bericht von dem Vorfall. Ja, du merkst wohl, wie der Schädel aus seinem roten Auge einen Scan startet und versucht dann deine Rüstung abzutasten. Scannt ein bisschen länger und erst als er dann über das rote I an deiner schwarzen Rüstung fährt, kannst du dann sehen, wie es einmal blinkt und das Ganze springt dann noch zu einer anderen Farbe um, sodass es blau wird. Und dann merkst du, wie eine Datenübertragung in deinen Helm gestartet werden will. Ich werde ihn erstmal bestätigen. Ja, du kannst vor dir ein grünliches, körniges Bild sehen und zuschlagende Klauen von Hormaganten, von Termaganten mit Biozidkanonen, einen kurzen verzweifelten Kampf, den du erkennen kannst, irgendwie vom Boden aus gefilmt. Du siehst den brutalen Tod von zwei bewaffneten Flottenangehörigen, die wohl noch tapfer und verzweifelt zu suchen, sich zu verteidigen. Das wird allerdings nicht gelingen. Und dann kannst du sehen, wie eine hochaufragende Gestalt mit einer schwarz-weißen Kapuzenrobe ins Bild schwebt, gleitet, humpelt, liefert sich wohl weiter noch Scharmützel mit den Monstern und einer der mechanischen Gliedmaßen schlägt dann wohl nach den Hormaganten, zerquetscht den Schädel und entfesselt dann gleichzeitig noch zuckende Energieblitze. Die Gestalt zieht eine sehr kleine Pistole, feuert auf den letzten Termaganten und der zerspritzt dann ebenso, wie es die Gegner von euch taten.
Ihr könnt auch erkennen, wie sich wohl dunkle Flecke an der Kapuze und an der Schulter gebildet haben. Die Gestalt taumelt dann außerhalb des Sichtbereiches und dann wird das Bild wieder grün, körnig und hört auf. Ich teile das natürlich mit meinem Bruder. Ich schicke die Bilder halt dann dementsprechend auch herüber, sodass er das auch sehen konnte. Und meine dann nur, ich glaube, unsere Zielperson scheint verletzt zu sein, so wie er sich dort fortbewegt hat. Sah nicht so aus, als würde dies einem Adeptus Mechanicus normalerweise entsprechen. Haben wir eigentlich ein Bild von unserem Zielobjekt? Gute Frage. Nein. Also euch wurde nie ein Bild von dem Magos aufgespielt, nur der Name. Okay. Aber das könnte von der Erscheinung einer sein, ne? Also, das ist definitiv ein Magos, ja. Ja, okay. Ah, dann ist der hier wohl vorbeigekommen. Sehr gut. Definitiv. Ja. Er kann definitiv kämpfen. Wir sollten uns innerhalb des Gebäudes umschauen. Allerdings sehr vorsichtig und in enger Formation, würde ich vorschlagen. Ich werde einmal schauen, ob ich von hier oben neue Feinde sehe und werde dann hinunterkommen. Gut, dann gehen wir anderen drei zusammen irgendwo rein. Hast du schon einen Eingang entdeckt? Von hier oben? Nein. Ich glaube, hier ist ein Eingang. Hier kann man rein. Wo ist hier, Soldat? An meiner Position, mein Lord. Bestätige. Ich schaue mir das mal an. Ich auch. Ja, im Prinzip freue ich eine große Pumpstation. Ihr könnt dann eintreten. Alles ist dunkel. Es gibt zwar noch einige Lumen, die hängen aber auch tot oben über der Decke. Viele Symbole, vor allem vom Mechanicus, die ihr erkennen könnt, und einen gewaltigen Bohrkopf mit einer noch größeren, mit einem noch größeren Rund, was in die infernale Schwärze führt, tief in den Planetenkern hinein. Und viel schwarzer Schleim. Wir hätten einen Auspex mitnehmen sollen. Also, wenn ich die Karte richtig deute, dann ist dort drüben entweder die Bunkeranlage, aber vielleicht ist er viel mehr in Richtung des Funkturms gegangen. Das müsste die 5 auf unserer Karte sein. Was haltet ihr davon? Das würde doch Sinn ergeben, oder? Wenn er Rettung anfordern möchte? Würde ich auch zuerst versuchen, einen Funk abzusetzen, ja. Aber wir sollten zuerst dieses Gebäude gründlich untersuchen, bevor wir weiter vorrücken. Nicht, dass uns irgendwelche Sinus in den Rücken fallen. Und diese Rohre, wo die ersten rausgekommen sind, da sollten wir auch nochmal einen Blick reinwerfen. Jawohl. Ich bin ja ziemlich nah an dem Rohr dran. Ich gehe mal dahin. Geh da mal hin und wirf da mal einen Blick rein. Gut. Du siehst vor dir einen schleimigen Pool. Es riecht nicht nach Promethium, aber es ist ebenso schwarz und blubbert. Mhm. Hier ist etwas schwarz, das blubbert. Ist das Promethium? Ich weiß es nicht. Ich seufze und gehe auch hin und guck's mir an. Von oben hört man, schieß rein, dann wirst du sehen, was es ist. Nicht, wenn ich davor stehe, ja? Ich würde dann halt oben rüberlaufen, weil ich höre ja, dass er dann hinter mir steht. Würde aber derweil noch nur links und rechts gucken, wo ich irgendwas sehe. Ja, bisher noch nicht. Ja, und würde dann von oben herunter gucken, was er erwartet. Erwartungsmäßig, dass er ihm was aus dem Rohr spielt. Also beim Reingucken in die Röhre schalte ich mal meinen Schulterleuchter an. Ja, aber du hast Verborgenswissen, Xenos, ne? Ich hatte gerade eben Worgen mit einem Deathwatch verwechselt. Also als Deathwatch müsste man es eigentlich haben, aber auf dem Charakterbogen steht es jetzt nicht drauf. Vor allem als Ultramarine wirst du es auch wissen. Ja. Das ist ein kleiner Brutpool und du kannst wohl erkennen, wie sich da irgendetwas ausbilden will. Das müssen wir vernichten. Hat jemand Feuer, Flammen, Promethium, Wir könnten mit unserem Laser ihn einfach überladen und dann reinschießen. Was hattet ihr davon? Hat nicht irgendjemand eine Plasmakanone mitnehmen wollen? Haben wir auch, ja. Dann schießt damit rein. Nimmt das. Das macht schöne heiße Löcher. Aber wir sollten ein paar Schritte zur Seite gehen. In der Tat.
sind bestimmt noch Prometheum-Dämpfe in diesen Rohren. Da habe ich eine andere Frage zu. Wenn der Planet sowieso untergeht, sollten wir dann nicht am besten alles in die Luft jagen, wenn wir ihn gefunden haben? Ein Exterminatus kann nur von einem Großinquisitor angeordert werden. Nein, also sowas meine ich nicht. Ich meinte eher, wir haben doch hier die Drucktanks im Norden. Damit ja. Können wir doch die Station vernichten. Vielleicht können wir sogar eine Falle legen für, naja, wenn aus der Äquatorebene oder wenn wir andere größere Nester finden, dann können wir sie alle zur Hölle jagen. Das wäre ein Sekundär- oder ein Nebenziel. Wir sollten uns zuerst um das Primärziel kümmern, aber der Gedankengang ist gut und behalte ihn im Hinterkopf. Mir gefällt er auch. Elizabeth, gib mir mal das Plasmagewehr. Selbstverständlich. Ich tausche meine Waffen aus und gucke, dass die Astartes und sie in Sicherheit sind, und dann schieße ich einmal auch aus Entfernung mit dem Plasma da rein. Okay, erzähl mir mal bitte, was die Plasmakanone an Schaden macht. Die Plasmakanone macht an Schaden 1W10 plus 7 und hat eine 6er Durchschlag. Ja, das ist ja gar nicht so viel. Was hat die für... Hat die Explosion oder Energie oder was macht die? Die hat Maximal- und Overheat. Ja, also du hast da so einen Maximalmodus. Da ist, glaube ich, 1W10 plus 2 Zusatzschaden. Aber danach ist die Waffe halt überhitzt und musst halt eine Kampfrunde oder zwei abkühlen lassen. Also das wäre dann jetzt möglich, ne? Wenn man dann nur einen Schuss abgibt, ja, klar. Genau. Einmal überladen und dann reinbretzen. Der Haken ist halt, dass er bei im Normalfall dann bei ab 95 die Möglichkeit begeht, dass er dann in die Luft geht. Und dann dadurch dann den Schaden auch im Umfeld anrichtet. Beziehungsweise je nachdem, dass ein Schattenjäger ist, muss man so eine Spezialtabelle würfeln. 5% Chance. Willst du es versuchen? Ja. Mit Overload oder ohne? Ja, mit. Alles klar, dann würfeln wir mal den W100. Das ist ein stillstehendes Ziel, was sich nicht bewegt. Das ist also, wenn du halt keine 95 würfelst, dann solltest du es auch schaffen. Nur 21. Gut, dann kannst du den Schaden mir geben mit 1W10 plus 2 Zusatzschaden. Und dann macht das auch den Schaden, der lustig ist. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, verbraucht allerdings 3 Schuss Muni. Ja, natürlich. Ja, 16. Gut, dann lädst du auf. Du siehst, wie die Anzeige irgendwann rot wird und kurz bevor deine Waffe den Exitus gibt, drückst du ab. Der Rückstoß lässt deinen Arm ein bisschen zurückspringen. Es riecht nach verbrannter Luft, nach Ozon, nach geschmolzenem Metall. Und wenn ihr dann auf diese Prometheum-Stichflamme guckt, die sich von dem Rohr ausbreitet und es hinten noch einmal Puff macht, könnt ihr sehen, wie dort, nachdem sich der Rauch verzogen hat, 2 Minuten müsst ihr wohl noch warten, die Reste einer Kreatur liegen, die Tyranniden ähnlich ist, allerdings wohl etwas größer, und erste Flügel, die sich da wohl ausgebildet haben. Liegt sie tot in ihrem eigenen restlichen Blut. Stinkt widerwärtig. Das könnte eine Art Gargoyle gewesen sein. Eine flugfähige Kreatur der Tyranniden. Zum Gott. Imperator sei Dank, haben wir sie davor bewahrt, dass sie weitere imperiumstreue Leute vernichten würde. Eine gute Tat, Soldat. Danke. Ich werf noch mal schnell einen Blick in die nächsten 2 Rohre, die wir da auch so in der Nähe haben. Ja, du kannst hier auch einen kleinen Brutpool entdecken. Da ist allerdings nichts drin, sodass dann ein bisschen von entweder deiner Waffe, ein paar gezielte Laserschüsse oder aber umgeleitetes Promethium dafür sorgen, dass der Rest des Brutpools hier dann keine weiteren Sporen ausbilden kann oder keine Tyranniden, die sich dann hier weiterentwickeln. Okay, also auf jeden Fall will ich das kaputt haben. Und wenn ich drauftreten muss. Ja, soll gelingen.